Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschemeier. Ich bin Beziehungscoach, Paartherapeut in Hamburg und das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe und immer noch aus Portugal, mitten im Leben. Ja, das Thema heute wird sein Borderline. Also geht immer noch um die Reihe emotionale Nichtverfügbarkeit. Ja, Borderline, bestimmt jeder schon mal gehört, ist ja extreme Persönlichkeitsstörungen hervorgerufen durch Missbrauch oder was auch immer in der Kindheit. Borderline heißt eigentlich so ganz platt gesagt, dass man alles haben kann. Also alle möglichen neurotischen Symptome, Ängste, Depressionen, suizidgefährdet, aber eben auch, es kann auch zu kurzen psychotischen Episoden kommen und es ist eigentlich, man nimmt die ganze Zeit so ein wahnsinnig fragiles Selbst wahr. Man hat eigentlich das Gefühl, dass dieses Ich-Gefühl total locker ist und plötzlich im Nichts verschwinden kann und nur noch Leere übrig bleibt, die einfach nicht zum Aushalten ist. Also Borderliner werden wirklich heimgesucht von extremen Emotionen, in jeder Hinsicht positive, negative und das führt dazu, dass die häufig so, also entweder ist alles gut oder alles schlecht. Also wenn man die zum Beispiel in so einer Borderline-Klinik arbeitet, dann findet ein bestimmter Borderline vielleicht das halbe Team super geil und die andere Hälfte des Teams ist ganz furchtbar und hat auch keine Probleme, das ständig auszudrücken oder die anderen zu in die Richtung zu manipulieren, dass sie das vielleicht auch denken. Das kann so weit führen, dass sich so ein Team streitet über so einen Borderliner, weil die eben wirklich diese Unruheenergien, man nennt das so projektive Identifikation, wirklich so in andere förmlich einpflanzen können. Also die könnten diese Unruhe und diese ganze Zerrissenheit können die in einen einpflanzen und man spürt dann selber diese Gefühle. Ist auch ein Grund, warum sie nicht so, oder ich sag mal, warum typischer Psychotherapeut nicht so viele gleichzeitig nimmt, weil das gilt als anstrengend, als Aua. Man kriegt also oft selber was ab, weil die eben auch wütend sein können oder einem plötzlich irgendwas sagen, was total verletzend ist, oder weiß ich nicht, Stunden kurzfristig absagen oder. Also es ist wirklich schwierige Arbeit. Und wenn so Borderline ein Vollbild ist, dann ist es eben auch, ja, es ist wirklich crazy im passenden Sinne des Wortes, was die alles machen. Also ich habe da mal in so einem Borderline-Zentrum gearbeitet und das war wirklich echt crazy. Also von weiß ich nicht, Rasierklingen runterschlucken, schnüffeln und wie die sich auch gegenseitig angetriggert haben mit immer neuen Ideen, was man alles machen kann. Und es geht eigentlich immer darum, diese unerträglichen inneren Schmerzen loszuwerden, irgendwie durch Ablenkung oder Suizidversuche oder Drogen oder. So, das ist jetzt das Vollbild. Und das ist sehr selten. Und ich habe das mal ab und zu gehabt in meiner Praxis, das sind dann auch unter Umständen beide so ein bisschen so sind das extrem volatile Beziehungen, die sich vielleicht nach einer guten Stunde zusammenziehen, nach einer schlechten Stunde, Paartherapiestunde trennen. Also, und dann ruft zwischendurch einer an und sagt, er will sich, keine Ahnung, will sich vielleicht umbringen. Also es ist Achterbahn hoch 10, aber es ist wirklich extrem selten. So, und jetzt ist es natürlich so, man sagt ja auch heute nicht mehr so Borderline, sondern entweder emotional instabile Persönlichkeitsstörungen oder ich glaube sogar, die sind sogar mit auf einem in einer Kategorie zusammen mit Narzissmus und so weiter, antisoziale Persönlichkeitsstörung. Also es ist natürlich schon so, dass jeder von uns, meine, wäre es nicht irgendwo ein bisschen zerrissen geben. Also es gibt sicherlich auch schon eine große Anzahl von Menschen, die so Borderline-Anteile haben können. Und es wird auch sowas diskutiert wie ein stiller Borderliner, also jemand, der eigentlich diese Zerrissenheit hat, das aber nach außen überhaupt nicht sichtbar ist irgendwie, weil das, oder man sagt auch High-Functioning Borderliner, also jemand, der eben nicht auffällt, irgendwie eben nicht diesen ganzen Kram macht, wie Rasierklingen verschlucken und ich weiß nicht was.
Wobei die übrigens einen irren Schutzengel haben müssen, also was ich alles erlebt habe, was da gut gegangen ist. Und es ist unfassbar, auch das Betreuungspersonal in solchen Kliniken ist häufig völlig abgestumpft. Also das ist wirklich skurril so. Also da gibt es natürlich einen größeren Anteil, aber ich kann mir immer wieder sagen, man sollte vorsichtig sein, Menschen schnell einzusortieren. Du bist ein Soziopath, du bist ein Borderliner, du bist, weil das in einer Extremform ist, das wirklich extrem psychische Störungen sind, die man wirklich selten hat. Was man jetzt sagen muss über Borderliner ist, es können entzückende Menschen sein. Also ich finde die auch auf eine Art wirklich toll, die sind eben nicht so sozial angepasst, die sind total emotional. Das sind auch wirklich, ich finde, man wäre schon ein schlechter Mensch. Oder Borderliner ist bestimmt in der Regel kein schlechter Mensch. Das leiden einfach wahnsinnig an sich, können aber wirklich total liebevoll sein. Und im nächsten Moment kriegt man voll einen in die Fresse. Aber irgendwie, die haben was total Faszinierendes. Und es gibt eben insbesondere Menschen, die vielleicht so ein bisschen co-abhängig agieren oder die vielleicht selber Borderline-Anteile haben und ein bisschen Ablenkung gebrauchen können, geraten vielleicht leicht in eine Beziehung zu so einem Borderliner, weil dieses herrlich, immer dieses schöne bisschen Drama, immer ist was los, lenkt einen vielleicht auch von der eigenen Leere irgendwie. Und man kann sich da leicht drin verwickeln. Und was auch sehr reizend sein kann, weil diese Borderliner eben so überhaupt keine Grenzen haben irgendwie, können die phasenweise oder auch am Anfang der Beziehung, können die halt völlig aufmachen. Und es gibt einfach Menschen, die das vielleicht nie in ihrem Leben erlebt haben und die das so vermissen, kann das faszinierend sein, mit so einem Borderliner, ja, berauschende Tage zu haben, voller Nähe vielleicht, exzessiv schöne Sexualität. Aber es ist halt immer, kann man sagen, gefährlich, weil im nächsten Moment kriegt man voll einen ab und ja, und entsteht totales Leid unter Umständen. Das macht diese Beziehung eben sehr schwierig. Sie fallen auch unter Umständen schnell auseinander. Es kann auch viel Fremdgehen vorkommen, alle möglichen Formen von Illoyalitäten und so weiter und so weiter. Also es ist sicherlich, wenn man eine ruhige Beziehung sucht, ist das sicherlich nicht so das Richtige. Ansonsten, wenn die mal in Paartherapie auftauchen, geht es eigentlich immer darum, so eine Mitte zu finden. Es gibt ja immer nur Schwarz und Weiß und es geht eigentlich darum, diese Grautöne wiederzufinden, ne? Aus diesen Extremen rauszukommen, zu lernen, sich sich selber wieder zu beruhigen. Das ist natürlich eher so ein Bereich dann auch in der Einzeltherapie. Da gibt es häufig diese DBT, was die machen, eine Art spezieller Verhaltenstherapie, wo die lernen, mehr mit sich selber mehr zu beruhigen, nicht so auf den Partner zu gucken, nicht so auszurasten vielleicht oder ja, mal irgendwie eine Drama-Runde vielleicht nicht mitzumachen. So. Also es geht ganz darum, um diesen Ausgleich und auch so eine gesunde Distanz zu schaffen, also weder dieses völlige Verkleben, als auch nicht, dass sie so auseinanderspringen und dann Lichtjahre weg sind. Aber es ist sicherlich, gibt auch Internetforen, irgendwie Angehörige von Borderlinern. Ich kann nur immer wieder sagen, wenn ihr meint, ihr seid mit einem Borderliner zusammen, ich sage immer das Gleiche, guckt auf euch selbst, wollt ihr das, nehmt ihr genug raus aus der Beziehung. Natürlich kann man dem Borderliner sagen, Mensch, ich finde, du solltest Therapie machen, solltest dies machen, solltest jenes machen. Ob er es macht oder nicht macht, wird er herausfinden. Werdet ihr nicht viel Einfluss drauf haben. Guckt euch auf euch, weil solche Diagnosen nützen letztlich nicht viel. So, es kann sein, dass es so ist, kann sein, dass es nicht so ist. Ich finde es viel spannender zu gucken, ob man vielleicht selber Borderline-Anteile hat, wenn man mit so einem Borderliner zusammen ist. Auf jeden Fall ist es eine extrem überaktivierte Beziehung, wie ich mal so sage. Könnt ihr auch mal gucken, das Video, die über- und die unteraktivierte Beziehung. Und ja, überlegt irgendwie, also übernehmt Verantwortung für was ihr macht, mit wem ihr in Beziehung seid. Und wenn ihr es nicht wollt, dann ja, wollt ihr es halt nicht. Aber wartet nicht darauf, dass sich ein Borderliner ändert. Das wird wahrscheinlich nicht passieren oder wenn dann nur in klitzekleinen Schritten.
Ja, wenn euch dieses Video gefällt, teilt oder liked es gern. Alles weitere auf eheberatung.info. Fragen an diesen Newsletter an fragen@eheberatung.info. Und bei mir die Möglichkeit, natürlich persönlich Termine zu machen, Skype-Sitzung, E-Mail-Coaching. Wir werden uns bald wiedersehen.